Hallo. Heute machen wir den Unterricht draußen. Heute geht es um Zeiten, um schlechte Zeiten. Wenn es einem schlecht geht, dann antwortet man vielleicht auf die Frage, wie geht's dir heute? Oh, frag mich nicht. Hölle. Ah, zur Hölle. Also ein Tag, an dem es einem schlecht geht, ist ein Höllentag, sagen wir mal. Ja? Also eigentlich jeder Corona-Tag ist ein schlechter Tag, ist ein Höllentag. Manche Leute erwischt es psychisch, wie mich so. Ja? Und die müssen sich dann auf irgendeine Art und Weise Luft verschaffen. Ich bin jetzt hier draußen an der frischen Luft und rede deswegen über Höllenzeiten. Höllensekunden, Höllenstunden, insbesondere Höllentagen, Höllenjahren und Höllenleben. Das ist eigentlich einfach zu verstehen. Ne? Also jeder Tag, an dem es einem nicht gut geht, ist ein Höllentag. Und jetzt gibt es 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Ne? Stellen Sie sich mal vor, auf der ganzen Welt ist Lockdown. Sieben Milliarden Menschen. Ein Tag lang Lockdown ist 7 Milliarden mal ein Höllentag. Das sind 7 Milliarden Höllentage. Das sind 19 Millionen Höllenjahre. Ja? Weil man muss ja jetzt nur die Höllentage durch 365 teilen. Und schon hat man statt Tagen Jahre, Höllenjahre, also so ungefähr 20 Millionen. Angenommen, wir würden als Menschen durchschnittlich 100 Jahre alt werden, was ja natürlich erwiesenermaßen nicht so ist, aber rechnen wir trotzdem mal damit, dass wir schön alt werden alle, weil unsere Regierung demnächst auch andere Krankheiten bekämpfen können, neben Corona, und sich endlich mal wieder um ihren Job kümmern, nämlich um die Menschen. Dann könnte es ja sein, dass wir irgendwann mal alle so alt werden, wie die Japaner, die alten Italiener und so. Also, wir waren jetzt angekommen, kurze Zusammenfassung, bei 20 Millionen Höllenjahren. Die entstehen durch einen Tag Lockdown. Wenn ich jetzt diese 20 Millionen teile durch 100, dann bin ich bei 200.000 Höllenleben. Ja, also sie machen quasi, wenn man das in der Rechnung so zusammenfasst, für jeden Tag Lockdown auf der Erde 200.000 Höllenleben. Ah, das wird produziert. Jetzt ist die Frage, wie steht denn ein Höllenleben im Vergleich zu einem Toten? Ich sag mal, der Tote merkt davon nichts, dass er tot ist. Aber der lebt sehr wohl. Also 200.000 Covid-19-Tote haben wir nicht pro Tag auf der Welt. Garantiert nicht. Wir werden in Zukunft genaueres erfahren, wie viel wir haben. Aber diese 200.000 Höllenleben sind auf jeden Fall auch zu berücksichtigen, wenn wir über unsere Schutzmaßnahmen uns unterhalten. Ja? Also was ist eine richtige Abwägung zwischen den verschiedensten Interessen? Den Covid-19-Kranken und den Menschen, denen man jetzt ein Höllenleben aufdrückt, um die anderen zu schützen. Also man kann das eine nicht tun, ohne das andere in Kauf zu nehmen. Und von daher sollte es jetzt jedem klar sein, Politik ist eine Abwägungsgeschichte. Und ich bin wirklich dafür, mal darüber nachzudenken, was uns das Leben wert ist. Also, wir alle wollen leben. Alle. Alle.
und 200.000 Höllenleben in Kauf zu nehmen für einen Tag Lockdown auf der Erde, ist keine gute Entscheidung. Also, alle Lockdowns werden sofort beendet und die Leute schützen sich selbst. Das können sie nämlich. Konnten sie immer schon. Sie wissen, wenn sie zur Risikogruppe gehören. Und die Angehörigen helfen ihnen dabei. Und das, was uns hier erzählt wurde bislang, ist so nicht mehr haltbar, nach allem, was wir wissen. Wer das weiterhin behauptet, hat entweder Angst, ist nicht informiert oder führt Böses im Schilde. Und ich plädiere dafür, dass wir jetzt aufhören mit diesem Corona-Scheiß. Das war's. Klappe, Schluss aus, vorbei.